Ja, jetzt heute nochmal ein neues Video von mir. Getestet werden 6 verschiedene Diabolus von H&N. Und ja, ich fange gleich mal mit dem Barracuda Power an. Laut Beschreibung sind es schwere, außergewöhnlich präzise Kugeln für viel Target, Jagd und Long Range bis über 50 Meter. Das Ganze sind verkupferte Rundkopf-Diabolus, welche durch ihre harte Ummantelung besonders toll sein sollen. Ich werde immer 2 Schuss machen, um dann ungefähr eine Referenz zu kriegen. Aber da mein Gelatine-Block etwas klein geraten ist, wird es halt nicht unbedingt für 5-6 Schuss reichen. Also anfangen tue ich bei 1. Die komplette Distanz liegt bei ungefähr 8 Meter. So, als nächstes kommen die H&N Cro Magnum mit einem Gewicht von 0,57 Gramm und das sollen mittelschwere Jagdkugeln sein für die Jagd bis 25 Meter. Ja, die Cro Magnum sind halt Hohlspitzkugeln, welche mit der Hohlspitze eine besondere Verformung innerhalb des Ziels bewirken sollen und somit das jeweilige Jagdgut schnell töten sollen. Also der Schuss klingt auch schon ganz anders. Eben weil diese leichter sind als die Barracudas. So. Als nächstes kommen die Barracuda Hunter Extreme. Das sind ebenfalls Hohlspitz-Diabolus, allerdings mit eingekerbter Hohlspitze. Diese soll halt für eine gleichmäßige Aufpilzung sorgen. Und ja, ist halt ebenfalls eine mittelschwere Jagdkugel. Für die Jagd bis. Mal ganz kurz nachgucken. Jagd bis 50 Meter. Also schießen tue ich hier gerade mit der Fellwerk Bow 300S. Und die verträgt selbst die schweren Diabolus aus dem Set. Erstaunlich gut. So. Gleich zum nächsten. Das sind die Field Target Trophy Green. Das sind leichte Zinn-Diabolus fürs Field Target und wiegen nur 0,36 Gramm. Können in entsprechenden Gewehren mit hoher Kraft, also so 16 bis 25 Joule, diese typischen Field Target Gewehre für größere Distanzen, können die durchaus Überschallgeschwindigkeit erreichen.
So, Ziel ist jetzt die 4. So. Das nächste sind die Field Target Trophy. Sind mittelschwere Field Target Air Bolos und zählen eigentlich im sportlichen Bereich mit zu den besten. Die haben ein Gewicht von 0,56 Gramm, also liegen so im Durchschnitt und sollen halt sehr, sehr präzise sein. Die Präzision kann ich hier aber gerade nicht testen, weil ich nur ungern zweimal denselben Punkt treffen möchte. Ich glaube, da hat gerade der zweite Block dahinter schon gewackelt. Das werden wir aber erst nachher sehen. Ich habe da zur Sicherheit, weil zwei Diabolo-Sorten schon mal durchgegangen sind, noch einen zweiten Block hintergesetzt, um mal zu schauen, wie tief die denn komplett durchgehen. Und jetzt zur letzten Sorte. Das sind die Silver Point. Alles von H&N. Die Silver Point sind extrem schwer, wiegen 0,75 Gramm und sind absolute Jagddiabolos für Waffen über 25 Joule. So, viele sagen, dass die Dinger stecken bleiben bei 7,5 Joule Waffen, aber das Problem hatte ich bis jetzt noch nicht bei meiner Firewall. Die frisst eigentlich zu ziemlich alles. Die Diabolus zeige ich euch in einem anderen Video nochmal. Genauso wie die Auswertung. Okay, der ging definitiv durch. Klickt das nächste Video mit der Auswertung an. Bis gleich.